Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Notenbanken lösen Eurocrash aus. Wie konnte es dazu kommen und wie wird es weitergehen? Die weltweit wichtigsten Politiker und Finanzbeamten haben sich in dieser Woche in der Türkei getroffen und man höre und staune, haben sich alle dafür ausgesprochen, dass das Abwerten von Währungen ein probates und akzeptables Mittel zur Stimulierung der fragilen Weltwirtschaft sei. Das ist natürlich mit Verlaub, dass das Quatsch ist und jeder von denen meiner Ansicht nach zumindest nur die Wähler im eigenen Land im Blick hatte, braucht man da wohl nicht dazu zu sagen. Bei Währungen haben wir es immer mit Wechselkursen zu tun. Das bedeutet, mit der Abwertung einer Währung kann man sich lediglich ja komparative Vorteile gegenüber einer anderen Währung erarbeiten. Wenn Japan seinen Yen um 50% abwertet, dann ist Südkorea der Leidtragende, denn die Toyotas und Hondas aus Japan werden dann plötzlich viel günstiger als die Kias, Hyundais und Deos aus Südkorea. Um die heimische Wirtschaft zu schützen, fahren die betroffenen Länder dann ihre Zollschranken hoch. Das ist zumindest aus meiner Sicht die Situation, in der wir uns befinden. Also mehr Protektionismus und mehr zentral gesteuerte Marktwirtschaft. Wie will man in diesem Umfeld als Forex-Händler und Devisenhändler bestehen? Dieser Frage wollen wir uns heute in diesem Webinar widmen und versuchen, die zu beantworten. Und ich begrüße dazu herzlich meine Gäste. Oliver Baron kennen Sie bereits aus den vergangenen Webinaren dieser ja doch erfolgreichen Börsentalk-Reihe. Er ist bei uns Finanzmarktanalyst und Redakteur und ist immer bestens über die neuesten Entwicklungen informiert. Herzlich willkommen, Oliver. Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Außerdem freue ich mich sehr über zwei Gäste von JFD Brokers. JFD Brokers, ja, ist, wie der Name sagt, ein Broker und steht für einen fairen und direkten Zugang auf über 800 Finanzinstrumente aus neun Asset-Klassen über eine innovative MT4 Plus-Lösung. Das ist MetaTrader. Da werden wir noch mehr im Detail hören. Denn auch zu dem folgenden Satz, was den Knackpunkt bei JFD Brokers ausmacht, werden wir noch mehr im Detail hören, weil das muss man ein bisschen erklären. JFD Brokers agiert nämlich zu 100% transparent als reine DMA-STP-Agentur. Was man darunter genau zu verstehen hat, werden wir heute von meinen beiden weiteren Gästen hören. Ich freue mich da sehr auf Christian Kämmerer, er ist Head of Research and Analysis Germany bei JFD Brokers, sowie Thomas Herrmann, er ist Head of Sales von einem Dach quasi Deutschland, Österreich, Schweiz bei JFD Brokers. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, da zu sein heute. Danke an dieser Stelle auch, Jochen. Freue mich auch, hier zu sein. Die G20 Länder haben in dieser Woche also quasi zugegeben, dass nun nur noch massive Liquiditätsinjektionen das darbende Wachstum stimulieren können und das, nachdem es nicht gelang, auf weltweiter Basis über dieses G20-Treffen oder andere weltweite Foren, hat es nicht funktioniert, wirklich tiefgreifende Strukturreformen zu implementieren. Und nachdem man sich jetzt jahrelang auf so kurzfristige Konjunkturprogramme und andere temporär wirkende Maßnahmen verlassen hat, sollen jetzt quasi, wo die Regierung mit ihrem Latein, sprich eigentlich mit der Verschuldung am Ende sind, sollen uns nun die Zentralbanken richten. Welche Auswirkungen das hat, das konnten wir nicht zuletzt an der Schweizer Währung ablesen, als Thomas Jordan, der Chef der Schweizer Nationalbank, die Bindung des Franken zum Euro fallen ließ, begründete er es damit, dass die Schweizer Wirtschaft jetzt sich ja mittlerweile auf den starken Franken eingestellt hätte und dass die Bindung zum Euro ja ein veraltetes Instrument sei. Dabei war der Grund, der diese Schwankungen, Sie sehen hier Euro, Schweizer Franken auch, ausgelöst hat, dann auch dieses Fallenlassen des Caps. Der Grund dafür war ein ganz anderer, oder Oliver? Wie siehst du das? Ja, also es war offenbar so, dass die Schweizerische Nationalbank vor der Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses mit immer größeren Milliardenbeträgen gegen die Aufwertung des Franken ankämpfen musste, sozusagen. Also da war ein erheblicher Druck von den Devisenmärkten. Das hat auch ein SNB-Direktoriumsmitglied namens Fritz Zurbrück in der Zeitung vor kurzem gesagt. Der sagte, in den Tagen vor dem Entscheid wurden die Interventionsbeträge immer größer. Hochgerechnet auf einen Monat hätten wir allein im Januar für rund 100 Milliarden Franken intervenieren müssen. Das heißt, die Beträge wurden immer größer, die die Schweizer Nationalbank letztlich ausgeben musste, um den Franken künstlich schwach zu halten gegen,
gegenüber dem Euro und dann hat man eben irgendwann entschieden, dass es dessen mehr wert ist, offensichtlich. Also letztendlich hat man hier dann doch ja, das machen müssen, oder? Man hätte es nicht mehr halten können, gerade weil ja dann eine Woche später auch, ich zeige das auch mal vielleicht im nächsten Chart, da sieht man den Euro, US-Dollar und auch diese zeitliche Abfolge von, na, schalt jetzt um. Ja, hier ist jetzt der Euro-Dollar zu sehen, quasi so ein Ereignischart. Wir hatten ja erst die Schweizer Nationalbank kurz nach Jahreswechsel und eine Woche später dann die EZB. Also die haben das ja im Vorfeld der EZB dann auch gemacht, weil es dann wäre es ja wahrscheinlich noch teurer geworden einfach. Genau, also die Märkte haben eben schon vorher erwartet, dass die EZB da ein großes QE-Programm verkünden wird. Und entsprechend groß war dann eben auch der Abwertungsdruck auf Euro-Dollar. Und der Franken hat ganz stark aufgewertet. Der Franken hat auch noch eine Rolle gespielt als sicherer Hafen in Bezug auf die Russland-Krise. Das heißt, immer mehr Geld wurde in Franken verfrachtet. Der Franken hatte einen enormen Aufwertungsdruck. Und das versuchte sozusagen die S&P mit ihren Interventionen zu bekämpfen, hatte dann aber letztlich keinen Erfolg damit. Am Anfang war es ja so, dass allein durch diese verbale Ankündigung dieses Euro-Franken-Mindestkurses, dass das am Anfang eigentlich schon ausgereicht hat. Das heißt, die Märkte gingen davon aus, die S&P will alles tun und haben deshalb diese Marke erstmal gar nicht getestet. Aber als sich dann abgezeichnet hat, dass die Eurozone auf keinen grünen Zweig kommt wirtschaftlich und dass auch die EZB ihre Geldpolitik immer weiter lockern wird, ist der Druck eben immer stärker geworden letztlich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als sie das dann verkündet haben, das war vor 3 Jahren, das hört sich jetzt mal ungefähr. Ja, genau. Da war es dann wirklich so, wir waren nahe der 1,20, ich glaube 1,25, sind dann sofort auf 1,30, 1,35 dann zwischenzeitlich hoch. Und in den Wochen zuvor, bevor sie den Cap haben fallen lassen, da hat der Markt dann gar nicht mehr drauf reagiert. Die haben zwar immer wieder, sind sie vor die Mikros getreten, gesagt, wir, das ist ein absolut zentraler Baustein ist dieser Franken-Cap von unserer Geldpolitik. Das hat aber niemand mehr so richtig interessiert. Also in der Währung war keine Bewegung danach mehr. Ja, genau. Wobei schon überraschend ist, mit welcher Vehemenz sozusagen die S&P noch vorher verkündet hat, dass dieser Cap essentiell sei und dann praktisch so eine 180-Grad-Wende hingelegt hat. Das hat sich ja auch für viel Verunsicherung gesorgt, weil wenn man den Notenbanken solche entscheidenden Aussagen nicht mehr glauben kann, ist natürlich die Frage, ob das nicht auch die Glaubwürdigkeit dieser Institution generell beschädigen kann. Also gerade die Schweiz profitiert ja erheblich von ihrem Ruf als sicherer Hafen sozusagen und wenn da sich die Geldpolitik so 180 Grad dreht, dann kann das durchaus natürlich auch schädlich sein für die Schweiz. Das macht es sicherlich als Devisenhändler dann auch nicht unbedingt leichter, wenn man im Hintergrund dann doch solche Entscheidungen haben kann, dann irgendwo dann auch diese massive Veränderung dann mit sich bringen auch, oder? Ja, absolut. Also die Märkte werden total von den Notenbanken inzwischen gesteuert. Die Devisenmärkte sind stark davon abhängig, was die Notenbanken machen, auch was die Notenbanker sagen. Das hat man ja in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich gesehen. Ja. Ich bin hier gespannt auch auf Euro-Dollar, auf die technische Einschätzung von Christian Kämmerer, die werden wir dann später bekommen, auch zu einem weiteren Währungspaar, das werden wir uns anschauen auf charttechnischer Basis, das ist nämlich der Euro zur dänischen Krone. Was hat es denn damit auf sich? Ist die dänische Krone auch noch weiterhin an den Euro gekoppelt? Also die ziehen das durch, oder? Ja, und zwar hat es den Hintergrund, dass die dänische Krone sozusagen in diesem Wechselkursmechanismus 2 sich befindet. Das ist sozusagen eines dieser EU-Konvergenzkriterien für die Euro-Einführung. Dänemark ist das einzige Land, das sich in diesem Mechanismus befindet, schon seit langem, weil sie wollen ja aktuell den Euro gar nicht einführen, aber sie befinden sich trotzdem in diesem Wechselkursmechanismus. Und laut diesen Verträgen, die auch mit der EZB sozusagen vereinbart sind, darf der Kurs der dänischen Krone um höchstens 2,25% nach oben oder nach unten von einem festgelegten Kurs abweichen. Dieser festgelegte Kurs ist pro Tag dann, oder? Nee, generell. Also es darf höchstens um 2,25% oberhalb oder unterhalb von diesem Mittelkurs liegen, der bei 7,46038 dänische Kronen festgelegt ist, der Euro sozusagen. Das ist auch nichts, was das betont die dänische Notenbank ab und zu auch, das sei anders als bei der Schweiz, weil man das ja nicht nur alleine festgelegt habe, sondern weil es auch mit der EZB so vereinbart sei. Die Frage ist natürlich, ob das was aussagt, wenn es dann irgendwann hart auf hart kommt.
muss man sicher gespannt sein. Die dänische Notenbank hat mit einem ganzen Maßnahmenpaket schon in diesem Jahr versucht, sozusagen sicherzustellen, dass die dänische Krone in diesem Bereich bleibt. Und sie hat viermal den Leitzins gesenkt, zuletzt auf minus 0,75%. Der Notenbankchef hat auch gesagt, es gäbe überhaupt keine Grenze, wie niedrig die Zinsen gehen könnten. Sie könnten immer weiter senken, das sei überhaupt kein Problem. Die Devisenreserven haben sich um 16,3 Milliarden Dollar allein im letzten Monat erhöht. Das sind 30%, muss man sich mal vorstellen, des Bruttoinlandsprodukts Dänemarks. Dänemark ist ja kein besonders großes Land. Das heißt, es sind wirklich gigantische Maßnahmen, mit denen man versucht, das sicherzustellen. Und Dänemark hat sogar aufgehört, Staatsanleihen zu emittieren. Die Logik dahinter ist die, wenn ausländische Investoren dänische Staatsanleihen kaufen, müssen sie ihre Währung in dänische Krone konvertieren, was natürlich die dänische Krone zu einer zusätzlichen Aufwertung der dänischen Krone führt. Das heißt, man hat sogar aufgehört, Staatsanleihen vorübergehend zu emittieren, damit nicht noch mehr Devisenbeträge sozusagen in dänische Kronen getauscht werden. Also da muss man sich natürlich dann schon die Frage stellen, ob das, wie lange Dänemark das durchhalten kann. Da kann man wirklich nur hoffen, dass das, was die da auch vorhaben mit diesen ganzen Maßnahmen, dann letztendlich dazu führt, dass die Konjunktur da doch irgendwann mal wieder anspringt. Oder ich glaube, das war ein wichtiges Thema jetzt bei dem G20-Gipfel in Istanbul, dass man sich eine Frage gestellt hat, ist diese Konjunkturerholung, die recht dynamisch ist in den USA, kann die USA die Weltwirtschaft aus dieser Lethargie befreien oder wird sogar die Weltwirtschaft die USA von diesem eigentlich dynamischen Erholungspfad abbringen? In welche Richtung geht's da? Was ist da deine Meinung? Also wenn man der Logik sozusagen der Notenbanken folgt und so weiter, dann das hat auch zum Beispiel der japanische Notenbankchef gesagt, der hat die Maßnahmen der EZB begrüßt und hat gesagt, Europa könnte jetzt wieder zur Wachstumslokomotive womöglich sogar werden mit diesem QE-Programm. Also es scheint jetzt so zu sein, dass sozusagen die ganzen Ökonomen erwarten, dass sozusagen dieses QE-Programm dann letztlich der europäischen Wirtschaft doch auf die Beine helfen könnte. Und wenn es natürlich tatsächlich dazu kommen sollte, dann besteht natürlich auch beim Euro wieder Potenzial, dass es in die andere Richtung geht. Man muss ja sehen, der Euro hat ja gegenüber dem Dollar sehr stark abgewertet, schon seit Mitte 2014. Das heißt, es ist schon absehbar, dass es da zumindest zu einer technischen Gegenbewegung irgendwann mal kommt. Da waren ja die 1,40, glaube ich, wenn wir kurz davor dann nach oben durchzustarten, vielleicht sehen wir das auch gleich in der Chartanalyse noch. Da war ja dann Mario Draghi, der dann damals begann, das anzukündigen, was er jetzt dann hier im Januar verkündet hat, nämlich dieses QE-Programm, hat dann immer konkretere Hinweise darauf gegeben und hat das da erfolgreich, diesen erstmal Ausbruch über 1,40 vermieden, und auf der anderen Seite sind wir bis auf unter 1,12 gefallen, also 30 Cent in so kurzer Zeit ist natürlich eine extreme Bewegung für so eine Währung. Natürlich ist das positiv für die europäische Exportwirtschaft. Auch gleichzeitig haben wir natürlich es zu tun mit einem schwächeren Ölpreis, der noch stärker gefallen ist als der Euro. Also netto kommt da schon auch was dabei rum in Sachen irgendwo frei verfügbare Einkommen für die Verbraucher, die natürlich an der Tankstelle und dann auch bei der Stromrechnung geringere Kosten haben, auch bei den Heizkosten. Wir werden sehen, hier kommt ein Kommentar von einem Zuhörer: bei minus 100% Zins ist Schluss. Ja, wahrscheinlich schon lange vorher. Wir haben ja gelernt, dass man diesen Aussagen der Notenbanker nicht unbedingt so vertrauen kann, und ich glaube auch nicht, dass die dänische Notenbank tatsächlich bereit sein wird, sehr weit in den negativen Bereich zu gehen mit den Zinsen. Das sagt sie jetzt natürlich mal, um ihre Vehemenz zu zeigen, um zu demonstrieren, dass man alles tun wird, aber es ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass sie tatsächlich weit in den negativen Bereich gehen wird. Janet Yellen in den USA möchte ja, und das wird ja auch interessant sein, im Jahresverlauf dann den ersten Leitzinserhöhung machen. Also sie möchte in eine ganz andere Richtung gehen. Welche Folge das dann auch haben wird für Euro-Dollar, das werden wir zumindest aus technischer Sicht dann auch nochmal hören. Es müsste tendenziell Dollar positiv und Euro negativ sein. Und das hat natürlich auch Implikationen für alle Weltmärkte, wenn der US-Dollar quasi als Weltleitreserve oder Reservewährung als Leitwährung, so wollte ich sagen, dann auch übergeordnet aufwertet. Gut, wir möchten hier mal einen Broker heute beleuchten. Das ist eben, wie gesagt, JFD Brokers, mit dem man
quasi Währungen aktiv handeln kann, wo viele Kunden aktiv Währungen handeln. Und da gibt es ja dann auch, wenn man jetzt Euro-Dollar, wenn man euro-dänische Krone handeln möchte, da ist das ein Markt, der sich ja komplett unterscheidet von einem normalen Aktienmarkt. Aktien kann man bei JFD auch handeln, aber da eine Frage an meinen Gast von JFD Brokers, an Thomas Herrmann. JFD Brokers ist ja ein DMA-STP-Broker. Was versteht man darunter? Warum ist JFD transparent? Warum stellt ihr das heraus? Das ist eine sehr interessante Frage, Herr Stanzer. Werden wir oft gefragt von unseren Kunden. Und generell muss man erstmal vorwegnehmen, Devisenhandel, da gibt es viele unterschiedliche Broker. Die einen sind die klassischen Buchmacher, die ähneln mehr einer Wechselstube, die man vielleicht an der tschechischen Grenzregion sieht. Und manche leiten die Orders direkt weiter an einen Marktplatz. Dort kann man auch wieder unterscheiden, ob der Marktplatz wirklich ein eigener Marktplatz ist oder ob es wirklich der Interbankenhandel ist. Und wir leiten die Orders zum Beispiel komplett STP-DMA, das sind jetzt Abkürzungen für Straight-Through Process, einmal Ausführung, direkte Ausführung ohne Intervention. Und DMA steht für direkter Marktzugang, also Direct Market Access. Das ist ja auch, originär, ja, wo der Kurs von Währungen gemacht wird. Da gibt es eine große deutsche Bank zum Beispiel, die dann mit der UBS und mit den großen Banken quasi im Interbankenhandel da auf den Kurs kommt. Das, so läuft das ja originär auch, oder? Genau, so läuft das. Wir leiten die Orders weiter an Liquiditätsnetzwerke und die Liquiditätsnetzwerke verteilen es dann wiederum an den besten Preisanbieter. Also das kann die Deutsche Bank sein, das kann auch Morgan Stanley sein und diverse andere Banken. Insgesamt in diesem Pool sind 15 Tier 1 Banken, also 15 international agierende Großbanken. Und wir leiten alle Orders direkt dahin weiter und können es natürlich, was wichtig für den Kunden ist, transparent belegen, an wem wir es weiterleiten und wie schnell wir es weiterleiten. Das sind nämlich wichtige Kriterien für die Trader. Die müssen doch wissen, wie lange es dauert, wenn ich jetzt einen Klick mache, wann ist die Order drin. Sie wissen selbst, gerade in den Situationen wie die SEB-Entscheidung, ist Schnelligkeit ganz wichtig. Und wir konnten während dieser Zeit komplett den Markt offen lassen. Das heißt, der Handel war möglich, natürlich unter erschwerten Bedingungen, weil das, was da am 15.01. passiert ist, das war ja das schlimmste Ereignis, was ich persönlich in meiner Forex-Karriere bisher erlebt habe. Und zu diesem Zeitpunkt war sehr, sehr wenig Liquidität im Markt. Viele Broker, viele Banken haben die Schotten dicht gemacht, haben sich selbst abgesichert und gesagt, okay, wir warten mal ab. In 5 Minuten oder in einer Stunde machen wir den Markt wieder auf und zu den Preisen führen wir dann aus. Wir konnten auch dazwischen ausführen. Das heißt, wenn jetzt ein Trader bei 1,20 Euro Schweizer Franken eine Long-Position hatte, wurde er nicht erst bei 0,86 ausgeführt oder bei 1,01. Es hing natürlich davon ab, wann Stop-Out-Events, wann Margin Calls gegriffen haben. Aber wir können sagen, dass die meisten Kunden ohne eine Negativbilanz rausgekommen sind aus der Nummer. Und man muss ja beachten, es ist ja der Kurs um fast 20% gefallen. Und das ist wirklich ein außergewöhnliches Ereignis gewesen. Und ich kann hervorheben, wir haben nur 0,3% unserer Kunden haben größere Verluste erlitten. Auch unsere Capital Adequacy Ratio, das ist ein englisches Wort, ist für was so viel bedeutet wie Eigenkapitalrate, ist nach wie vor bei 24,5%. Das ist dreimal so viel wie notwendig. Und ja, aufgrund der guten Beziehung zu den LPs konnten wir auch viele Orders im Nachhinein noch nachverhandeln. Wir haben mit den Banken direkt gesprochen. Also ein LP ist Liquiditätsanbieter quasi. Ah, tut mir leid, ja genau, ist ein Liquiditätsprovider, man ist manchmal ein bisschen betriebsverleihend. So. Und diese Liquiditätsprovider haben im Nachhinein die Orders korrigiert. Wir haben an unsere Kunden nur eine Verbesserung zugelassen, also wenn Orders zum Schlechteren korrigiert wurden, haben wir es auf unsere Kappe genommen. Wir können aber grob sagen, ja, unser Verlust, also diese Exposure, die wir hatten, lag bei unter 50.000 Euro, US-Dollar. Von daher war
es für uns zwar ein schlimmes Erlebnis, für viele Trader war es ein sehr schlimmes Erlebnis, aber es war bei uns wesentlich glimpflicher abgelaufen als bei zum Beispiel Alpari, wie wir ja alle wissen, gibt es die jetzt nicht mehr. Warum? Zwischenfrage, warum? Weil ihr direkten Zugriff auf die und schnellen Zugriff auf die Liquiditätsanbieter habt? Ja, wir leiten alle Orders weiter, wir halten die ja nicht im Buch. Mhm. Und ein Grund, warum einige Broker an diesem Szenario gescheitert sind, ist, weil sie halt die Risiken nicht richtig abgesichert haben und oft dieses Risiko im Buch behalten haben und sich teilweise auch gedacht haben, okay, der Schweizer Franken, der kann ja gar nicht fallen, wieso soll ich das Risiko abhedgen? Mhm. Ein weiterer Grund, warum wir glücklich davon gekommen sind, ist natürlich, dass unsere Trader ja nicht nur Forex handeln. Über 50% aller Trades, die bei uns gemacht werden, werden auf CFDs gemacht. Eher auf Aktienhandel, eher auf andere Produkte, also sehr breit gestreut. Wir haben auch eine sehr erfahrene Trader-Community, die uns nutzt. Ein Beispiel, was eine ganz interessante Statistik ist, 57% unserer Kunden, die vor 3 Jahren ein Konto mit uns aufgemacht haben, also mit unserer Gründung, handeln immer noch. Das ist auch etwas, wo wir uns natürlich auch bei unseren Kunden bedanken, dass wir halt so eine erfahrene Trader-Gruppe anziehen. Aber es liegt vielleicht auch daran, wir werben nicht mit Bonussen. Wir werben nicht mit übertriebenen Hebeln. Und wir machen keine Beginner-Seminare. Wir sind höchstwahrscheinlich auch nur für Trader geeignet, die wirklich einen professionellen Broker mit guten Konditionen suchen. Und das hat sich in dieser speziellen Situation hat sich das natürlich bewährt, weil unsere Kunden haben relativ große Einlagen und traden mit relativ geringem Leverage, also die verbrauchen nicht die Margin und das hat in vielen Fällen, also gerade bei der SMB-Entscheidung, hat es den Kunden geholfen. Ich hatte viel Kontakt, also dadurch, dass ich vorher war ich bei Dukas Copy gewesen, ich weiß nicht, ob das hier alle wissen, mit anderen Kollegen von anderen Brokern und die haben mir halt Szenarien geschildert, die halt wesentlich schlimmer waren. Kunden haben zum Beispiel mit einem 500-Euro-Account ganze Lots gehandelt, weil sie halt einen Hebel von 1:500 zur Verfügung gestellt bekommen haben vom Broker und es waren halt Anfänger und die haben jetzt die Forderung vom Broker von knapp 30.000 Euro. Oh. Ja, und die haben nur 500 investiert. Also ich denke, an diesem Tag haben viele Leute ihr Haus und Hof verloren. Insbesondere, gerade wenn man jetzt auf die Fremdwährungskredite eingeht, das ist in Halbosteuropa, Ungarn, Serbien, in solchen Ländern war es normal, dass man im Schweizer Franken einen Kredit aufgenommen hat. Und die Leute müssen jetzt plötzlich 20% mehr für ihren Kredit abstottern. Das ist also, es hat weit, also wirklich eine riesen Tragweite dieses Geschehen. Und es sind nicht nur die Trader, die Geld verloren haben, es haben auch Häuslebauer Geld verloren. Und ja, es sind auch Broker daran zugrunde gegangen. Und für uns ist es jetzt wichtig, weiterhin solide zu agieren. Wir wollen natürlich Maßstäbe setzen. Und noch weiter mehr Produkte anbieten, mehr Transparenz liefern. Und abschließend möchte ich, bevor ich jetzt an Christian weiterleite, möchte ich einfach sagen, ich habe eigentlich jetzt gerade die Ehre, etwas mitzuteilen. Wir gehören seit kurzem zu den 15 größten MT4-Brokern der Welt. Sehr schön. Und das mit 80% unserer Kunden, 88% unserer Kunden kommen aus Deutschland, Österreich, Schweiz. In Frankreich. Ist eine interessante Zahl und ich denke, wir werden noch viel liefern können, viel in Sachen Transparenz, wo auch Mehrwert für die Kunden dabei sein wird, wo die sich, ja, wo wir vielleicht auch Maßstäbe setzen, die den Trading-Alltag einfacher machen und ich denke, dass wir eine gute Adresse in Deutschland sind für alle Trader. Aktien als auch Forex-Trader. Es gibt ja auch einen JFT-Desktop auf Guidance. Vielleicht kann Christian Kämmerer den kurz auch zeigen, bevor er die Chartanalysen beginnt. Dort haben Sie dann jetzt auch die Möglichkeit,
auch noch weitere Fragen an Thomas Herrmann, an Christian Kämmerer zu stellen. Das sind wir danach dann noch verfügbar alle, oder? Klar. Da gibt es dann, also wenn Sie da Fragen noch dazu haben, zu JFD Brokers, dann gerne über Guidance oder natürlich direkt über JFD Brokers auf die Webseite, über die Webseite quasi dann. Gut, Christian Kämmerer, ich bin schon ganz gespannt auf die Chartanalyse, auf die weiteren Perspektiven, wie es mit Euro, Dollar, Euro, Schweizer Franken weitergehen wird. Also da würde ich dir jetzt auch den Bildschirm einfach mal rübergeben. Und na klar, lass rüberkommen. Bin gespannt, was da kommt. Okay. Jetzt müssen wir nur kurz schauen, welcher Bildschirm der mehreren zu sehen sein wird. Okay, das ist der. Moment, da muss ich was rüberschieben. Aber wir sehen zunächst ganz kurz vielleicht noch ergänzend zu der Sache vorhin. Interbankenhandel, was macht den Markt aus? Da will ich vielleicht noch kurz zeigen, das hier sind Stand 2013 hier von der vom Institut für internationalen Zahlungsausgleich. Alle 4 Jahre gibt es da die Statistiken über den Währungshandel, über den Interbankenpool. Dann sehen Sie mal die Top der großen Dreher am Interbankenmarkt, also die hier praktisch mit drinstecken und jeden Tag Milliardensummen bewegen. Christian, kurze Frage. Wir hatten gerade von Liquiditätsanbietern, LPs, Liquidity Providers gehört. Das sind quasi die dann, oder? Das sind genau die, das ist korrekt. Das sind genau die ganz großen Anbieter. Und eben hier, man sieht es ja, über den Globus verstreut, Schweiz, England, Amerika, die ganz große und natürlich Deutsche Bank, das muss man sich mal vor Augen führen, ist ja einer der ganz großen Mitspieler im Markt, schon seit Jahren gewesen auch, im Sinne des Devisenskandals, der ja auch aufkam, auf den will ich gar nicht so speziell eingehen, ist es aber auch so, dass hier praktisch die Liquidität sicherlich im Jahr 2014 auch eingebrochen ist, zu großen Teilen. Das muss man an dieser Stelle sicherlich auch noch vermerken, dass das Jahr 2014 auch für Devisenhändler im Vorfeld der Schweizer Frankencrash sicherlich kein einfaches war, weil die Forex-Liquiditäten sind buchstäblich zusammengebrochen. Hat mehrere Gründe, aber man vermutet auch, dass es eben hier mit der Manipulation der Referenzkurse eben dessen, dass hier einige Händler dieser Großbanken gewisse Preisabsprachen getroffen haben sollen, hier dann eben dazu diversen Kündigungen führte und auch der Head of Forex Exchange der Deutschen Bank hat schon mit knapp 50 Jahren dann praktisch hier im Jahr 2014 seinen Ruhestand begonnen. Also hier haben auch direkt viele Marktteilnehmer bzw. Führungsetagen, also praktisch Gremien aus den Führungsetagen der einzelnen Banken ihren Hut nehmen müssen im Sinne des Skandals und das führte eben dann aber auch in dem Jahr 2014 zu einem starken Liquiditätsrückgang, den ich gleich mal kurz auch in einem Chart zeigen will. Ein jeder wird es vielleicht wissen, dass hier im Jahr 2014 die Liquidität buchstäblich zusammengebrochen ist. Kurze Frage vielleicht dazwischen. Wir hatten vorhin dann gehört von Thomas Herrmann, dass bestimmte Banken dann ihre Schotten dicht gemacht haben, bestimmte Liquiditätsanbieter. Ist bekannt, wer denn da in den ersten Minuten nach dieser Entscheidung noch da war, noch Liquidität angeboten hat? Gibt es da bestimmte Pools oder kann man da Details, weiß man das, wer da noch da war und noch gehandelt hat? Also ich habe hier, das müsste jetzt Thomas mal beantworten, also ich habe hier unsere Übersicht mal von den Top-Banks, die damit bei uns dabei sind. Also einmal die Tierbanken und dann noch die ergänzenden. Man sieht, hier sind alle dabei, die praktisch Rang und Namen haben und die hier eben in dem großen Markt mitspielen. Und das ist auch ein großes Alleinstellungsmerkmal, denn viele Forex-Broker bieten ja im Höchstfall 10 Liquiditätsprovider an, manche sogar nur 5. Und je weniger Liquiditätsanbieter, desto unfairer oder, sage ich mal, auch intransparenter die Preisstellung. Aber Thomas, an dieser Stelle vielleicht nochmal eine Info, da bin ich jetzt gar nicht so informiert in Sachen, welche Bank denn hier als erstes die Schotte dicht gemacht hat sozusagen. Also generell die Schweizer Banken, die meisten Schweizer Banken haben die Schotten dicht gemacht. Also das hat auch in der Zürcher Zeitung wurde das dann auch groß verkündet. Es waren wenige Banken noch aktiv. Wir haben dort uns in einem Notlauf bei unseren Liquiditätsnetzwerken, es gibt ja diese Liquiditätsnetzwerke wie LMAX, Integral etc. Und wenn es Liquiditätsmangel gibt, dann tun diese Liquiditätsnetzwerke natürlich überall da die Liquidität einsammeln, wo es halt noch geht. Dann ist es natürlich weniger transparent, aber zu diesem Zeitpunkt war es uns natürlich, wir waren froh gewesen, dass unsere Kunden dennoch ihre Orders ausführen konnten. Ich kann jetzt nicht direkt in Detail gehen, welche Bank das dann
letzten Endes war, die noch Liquidität gestellt hat. Das müssen Sie verstehen, das war einfach nur ein Notlauf, welcher entstanden ist durch die geringe Liquidität im Markt. Ja. Und es ist schwierig zu sagen, aber im Groben kann ich sagen, ja, die die Schweizer Banken, die haben alle die Schotten zugemacht. Okay, danke an dieser Stelle. Und dann will ich jetzt eigentlich gleich das Thema hier mit den Liquiditätsbanken mal kurz abschließen. Aber es ist eben interessant, dass hier eine Summe von 5 Billionen US-Dollar, das sind 5.000 Milliarden US-Dollar, täglich umgesetzt werden. Und das ist eine Hausnummer, da muss man sich einfach mal vor Augen führen, was der Devisenmarkt eigentlich so bewegt und in seiner jetzigen Erscheinungsform erst seit 1973 existent im Sinne des Scheiterns von Bretton Woods, das System der fixen Dollaranbindung, der Goldpreisanbindung an den Dollarpreis. Wir sehen uns dann im Nachgang auch gleich nochmal den US-Dollar-Index seit dieser Zeit an, um dann praktisch mal so ein bisschen zu beleuchten, was sich seit der Zeit eigentlich getan hat am internationalen Währungsmarkt. Ich meine, der Währungshandel selbst, der ist schon seit der Antike allgegenwärtig, aber so wie wir ihn heute kennen mit dem Interbankenmarkt, mit dem Interbankenhandel, hat er direkt erst Fahrt seit den 73er Jahren aufgenommen, auch seit 1973 speziell, eben als dann hier das Bretton Woods Abkommen fiel. Aber ich will kurz beginnen mit der Volatilität, da bin ich kurz stehen geblieben. Ich zeige Ihnen das mal gerade an einem Beispielchart, was da im Jahr 2014 abgelaufen ist. Wir sehen hier den Euro-US-Dollar als Major Pair, als wichtigste Währung im internationalen Währungshandel, hier mit einem Umsatz um die 28% am Tag von den 5 Billionen plus, wohl bemerkt. Also Euro als Währungsraum und US-Dollar als Währungsraum ist hier das primäre Dogma im Währungshandel. Das Währungspaar hier als solches natürlich das maßgebliche Objekt. Und wir haben gesehen, dass natürlich im Zuge der Finanzmarktkrise eine enorme Volatilitätszunahme zu verzeichnen war, die dann über den Verlauf der nachfolgenden Jahre sukzessive annahm. Und hier im Oktober, September 2013 kam der Devisenskandal so mehr und mehr zum Vorschein, der im Übrigen auch immer noch nicht komplett geklärt ist. Viele große Interbanken legen hier schon Milliardenrücklagen an, um eben Strafzahlungen abzuleisten an die diversen Finanzaufsichten, die denn da auch kommen werden. Das steht relativ sicher schon im Raum. Aber Tatsache ist, seit 2014, hier gehe ich mal mit dem Cursor direkt ein Stück weit runter, sehen Sie, wie die Volatilität vom Euro-US-Dollar, und das ist bezeichnend für alle großen Währungspaare, eingebrochen ist. Ob das jetzt mit dem Devisenskandal zusammenhängt, da darf man drüber spekulieren. Letztlich war es sicherlich ein maßgeblicher Punkt und auch der, und das kommt jetzt auch interessant dazu, dass wir seit Mitte 2014 einen enormen Anstieg hier gesehen haben. Auch der Grund, dass die Notenbanken der Welt, so was der Oliver vorhin sagte, es ist richtig, dass die Notenbanken die Märkte dahingehend hier beeinflussen, aber die Ausrichtung in Sachen, was ist denn nun los mit der US-Notenbank, gehen wir hier in Quantitativ-Easing-Fortschreibung als weitere Liquidität oder ziehen wir die Zügel an? Das hat sich ja im Jahr 2014 zur Mitte konkretisiert, dass die Amerikaner eben gesagt haben, Moment, wir haben eine starke Wirtschaft, Moment, wir wollen zurückschrauben, wir haben Quantitativ-Easing im Herbst 2014 beendet und wir denken jetzt sogar darüber nach, ob im Jahr 2015 die Zinsen angehoben werden. Und das ist ein Signal, damit steht die Fed, die amerikanische Notenbank, gänzlich allein auf breiter Flur im Vergleich der großen internationalen Notenbanken. Und wir sehen die Reaktion hier bei der Volatilität. Allgemein kann gesagt werden, ab Mitte 2014, August speziell, August, September oder auch ja, Juli, August, in den Sommermonaten, hat sich prinzipiell der Währungsmarkt wieder belebt. Und das hat auch dazu geführt, dass tatsächlich auch der Währungshandel wieder im Intraday-Bereich wesentlich interessanter wurde, denn zugegebenermaßen, es war keine einfache Zeit, denn Sie wissen alle, wenn die Liquidität abnimmt, dann hat man grundsätzlich Schwierigkeiten am Handel zu partizipieren, weil wie will man denn Gewinne erzielen, wenn es keine Bewegung gibt? Und das war schon sehr bezeichnend. Interessant aber hierbei, dass wir nahe der 50-Pip-Marke, also eine Schwankungsbreite von knapp 50 Pips am Tag, kann man ja sehr schön fast technische Analyse betreiben. An diesem Support aus 2007 ist der Markt wie von magischer Hand im Sommer 2014 dann nach oben gehoben worden. Das ist eine ganz interessante Feststellung. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal dazu den Euro-Schweizer Franken im Vergleich, der hier praktisch dann Intervention gebunden hier im Jahr 2011 seine Fortschreibung erlebte. Und wir sehen hier natürlich ein ganz anderes Verhältnis in Schwankungsintensitäten. Generell ist der Euro-Schweizer Franken
mit der Festkoppelung, mit der Anbindung an die Marke von 1,20 ja ohnehin ein Währungspaar, was man in Anführungszeichen eher mit der Kneifzange anfassen sollte. Dazu will ich auch mal kurz auf einen Artikel verweisen, den ich letztes Jahr im Dezember geschrieben habe auf Gottmord Twitter, hier am 17.12. Ich habe dann auch direkt kurze Zeit später nochmal einen erstellt und da ging es eben genau um die Thematik Euro-Schweizer Franken und die Notwendigkeit der Intervention. Hier im Jahr 2011 wurde eben die Interventionsmarke ausgerufen und auch damals hatte ich schon hier darauf hingewiesen, beinahe, das ist der Kontext, auf den ich eigentlich raus will, beinahe scheint dies ein äußerst lukrativer Trade-Kauf oberhalb von 1,20 und die SNB, das ist die Schweizer Nationalbank, wird es schon richten. Doch dann war der wichtigste Satz eigentlich, doch vergessen Sie nie, alles kann, nichts muss und deswegen ist es wichtig, sein Risiko unter Kontrolle zu halten. Und ich selbst persönlich muss zugeben, seit 2011 habe ich 3 Trades auf den Euro gegenüber dem Schweizer Franken im Intraday-Bereich, wo bemerkt mal, ausgeführt. Davon waren 2 weniger erfolgreich, einer war erfolgreich. Und ich habe das Währungspaar wirklich seit 2011, wie gesagt, an den grob 600, 700 Handelstagen gerade einmal 3-mal gehandelt. Und das war eigentlich auch schon zu viel, weil ich einfach sagen muss, das Währungspaar in der Interventionsklammer, in der es sich da befand, und da schauen wir uns gleich nochmal den realen, aktuellen Monatschart, den langfristigen Monatschart zum Währungspaar an. Sowas kann man nicht handeln. Ich sagte, man braucht wieder Volatilität, um am Handel zu partizipieren. Und hier im Jahr 2011 fand dann eben die Intervention statt. Und Sie sehen hier diese eingeschränkte Range des Währungspaares. Und wir hatten hier Tage, hat sich das Währungspaar um 10 Pips bewegt. Also, meine lieben Zuschauer, da kann man rein technisch nichts handeln. Und eben hier vor dem Hintergrund der Aussage, die Schweizer Nationalbank wird es schon richten, Kurse, Long-Engagement aufzubauen, erschien mir selbst auch, ich will nicht sagen trügerisch, aber ich traute dem ganzen Braten nicht. Also ich meine, das war eine intuitive Geschichte, muss ich sagen. Ich habe jetzt nie darauf spekuliert, dass die Marke fällt. Im Gegenteil, ich bin auch davon ausgegangen, dass die Schweizer Nationalbank das zunächst mittellangfristig aufrechterhalten wird. Das war definitiv hier am 15. Januar eine ganz, ganz große Überraschung. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich als Trader oder aus Trader-Gesichtspunkten war das einfach ein uninteressantes Währungspaar, eben unter dem Deckmantel der Intervention und der mangelnden Volatilität kein Vehikel, um anzulegen. Und dann eben hier mit einer Blaupause zu sagen, ich spekuliere hier auf die 1,20, die stabilisiert wird und gehe hier sag ich mal, aggressiv long, wie es eben viele Marktteilnehmer gemacht haben, das ist doch schon eine Sache, wo ich sage, das muss jeder für sich selbst natürlich entscheiden, aber hier mit Vorsicht, man hat auch schon häufiger darauf hingewiesen, dass man da besser sich zurückhält. Und die Geschichte mit den Margin Calls bzw. mit den Nachzahlungen zeigt ja, dass hier eben auch immer wieder ganz, ganz wichtig ist, nie überhebelt in den Markt zu gehen, beziehungsweise auch kleine Risikosizes zu fahren. Und da will ich jetzt eigentlich dann auch schon mal überleiten zu dem, wo man dieses Jahr tatsächlich gut partizipieren konnte. Und das war auch das, was der Jochen schon ankündigte. Und im Sinne der steigenden Volatilität gehe ich jetzt mal auf einen großen Chart vom Euro-US-Dollar seit dem Jahr 2000, beziehungsweise zurückgerechnet sogar in die 90er Jahre ein. Wir sehen hier den Monatschart vom Euro gegenüber dem US-Dollar. Langfristig eine Kerze, einen Monat, ähnlich dem, was wir hier beim Euro-Schweizer Franken hier hatten, auch in der ganz, ganz langen Historie, hier mit dem Abverkauf. Vielleicht noch ganz kurz dazu interessant, hierbei im Sinne der technischen Analyse, dass genau an dieser Trendlinie, die sich wohl bemerkt seit dem Jahr 2008 ergibt, der Preis hier nach unten kippte. Haben denn die Schweizer Nationalbanker hier vielleicht den Chart gesehen und gesagt, der muss jetzt nach unten abdrehen? Ich weiß es nicht. Letztlich ganz interessant, dass an diesem Punkt hier tatsächlich dann auch Intervention aufgegeben wurde und hier dann das entladen wurde, was sich hier in den Vorjahren aufgebaut hat. Denn schauen Sie ganz kurz auf den Chart, bevor ich auf Euro-US-Dollar gehe. Wir haben hier seit der Finanzmarktkrise einen Abwertungsprozess gesehen beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Das heißt, der Schweizer Franken war gesucht als Währung. Der Euro entsprechend hier einen klaren Abwertungszyklus. Und das Ganze setzte sich fort. Und wir waren ja hier im Jahr 2011, ich kann mich gut daran erinnern, hier in Richtung Parität. Parität ist die Marke von 1,0 glatt. Da sind wir hingelaufen. Und genau das war der Punkt, wo dann eben die Schweizer Nationalbank gesagt hat, uiuiui, jetzt wird uns das hier viel zu heiß. Und die Interventionsmarke eingeführt hat. Doch das, was wir dann in den Folgejahren hier in diesem Seitwärtsprozess gesehen haben, in dieser mangelnden Volatilität, das war alles künstlich aufgebauscht. Und das, was hier am 15. Januar passiert ist, das war im Prinzip die Entladung, die Retourkutsche dessen, was im Prinzip während der letzten Jahre, wenn denn die Intervention nicht erfolgt hätte oder erfolgt worden wäre, sicherlich zwangsläufig eine reale Preisentwicklung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken gewesen wäre. Das heißt, der Euro hätte hier seit 2011 sukzessive weiter abgewertet. Davon muss man ausgehen.
Und der wäre sicherlich deutlich unter die Parität während des Preisverfalls gefallen, wenn denn eben die Interventionsmarke von 1,20 eben nicht eingeführt worden wäre. Die Entladung also, am 15. Januar. Du sagst, die haben also quasi Zeit gewonnen, das ist alles, was passiert ist. Das sehe ich ganz genauso. Also das, was da am 15. Januar stattfand, das war sicherlich eine große Verschiebung, das waren viele Margin Calls, das waren extreme Schieflagen. Aber ich denke, und das zeigt der Chart eindrucksvoll, dass hier das Unvermeidliche eigentlich zeitlich rausgeschoben wurde. Also definitiv, das sehe ich anhand der preislichen Entwicklung, ohne die Hintergründe zu wissen, kann ich genau das ableiten. Und den Crash, den wir hier im Januar gesehen haben, diese Kerze, ist im Prinzip die Retourkutsche dessen, was eigentlich hätte in den letzten 3-4 Jahren passieren müssen. Ja, Das ist sozusagen die Konsequenz dessen, die man aus diesem Chart ableiten kann, aus der Preisentwicklung. Und das ist für uns, das weiß Jochen genauso gut wie ich, sicher auch der technischen Analyse bedient, das ist praktisch das Anlagevehikel. Wenn wir von Preiseffizienz sprechen, dann sind wir am Forex-Markt genau richtig. Und das ist eine künstliche Verhinderung einer Abwertung gewesen, letztlich ganz klar. Kommen wir kurz zum Euro-US-Dollar jetzt an dieser Stelle. Wir haben auch hier natürlich seit dem Jahr 2008 einen großen Abwertungsprozess laufen. Der Jochen sprach schon von der Marke von 1,40. Jawohl, ich gebe zu, ich war zu Beginn des Jahres 2014 ein Euro-Bulle. Warum? Weil wir hier eine schöne Bodenbildung gesehen haben. Der ein oder andere Techniker sieht hier auch eine Schulter-Kopf-Schulter, eine Inverse, die sich hier ausgebaut hat. Und hier hatten wir eine Tendenz seit dem Jahr 2012, die hier nach oben zeigte. Und hier war ich durchaus, da hatte ich auch einen Vortrag bei der VTAT Frühjahrskonferenz, wo ich auch dieses Jahr in Frankfurt wieder einen Vortrag halten werde über Währungen. Da war ich hier der Meinung, aufgepasst, liebe Zuschauer, wenn wir hier ausbrechen über 1,40, dann ist das ein mittel- bis langfristiges Kaufsignal. Und ich habe mich tatsächlich entgegen dem Mainstream aufgebäumt und gesagt, aber das war natürlich eine Grundvoraussetzung, er muss die 1,40 brechen, dann haben wir 1000 Pips nach oben Potenzial und dann hätte Euro-US-Dollar tatsächlich entgegen dem, was großer Uso war, also Uso der großen Mainstream Medien, dass der Euro abwertet, was ja dann tatsächlich auch erfolgte, hätten wir den dann hier bei 1,50 gesehen. Tatsache ist, hier im Sommer bzw. Mai 2014, Mario Draghi verhinderte hier im Mai mit der EZB-Pressekonferenz Zinssitzung speziell 7 Pips vor der 1,40er Marke. Ich war live ja dabei an dem Tag. Der hatte bei 1,3993 sein Tageshoch und 7 Pips vor dieser Marke drehte Euro-US-Dollar im Mai nach unten ab und das interessanterweise exakt an dieser oberen Trendlinie. Dieses Trendkanals, der sich im Prinzip hier schon hat herleiten lassen seit dem Jahr 2011, seit dem Hochpunkt 1,4939. Ja, und der Rest ist jüngste Geschichte. Wir haben dann natürlich hier verbale Interventionen, zuletzt jetzt auch Quantitative Easing aus Europa, also hier dann auch tatsächlich die richtige Marktintervention gesehen und der Euro bestraft diesen Anführungszeichen natürlich mit einem starken Wertverfall. Auch vor dem Hintergrund, die EZB senkt die Leitzinsen, startet Quantitative Easing. Die Fed, die US-amerikanische Notenbank, macht genau das Gegenteil, eine komplett konträre Entwicklung und das spiegelt das Währungspaar in reinster Form wider. Hier sind zwei Währungsblöcke, die sich gegensätzlich entwickeln und genau das ist das, was der Preis hier zeigt. Der Euro wird hier gnadenlos nach unten gedrückt und mit Aufgabe der Markt von 1,20 hier diese Support-Levels in Anführungszeichen aus 2010-2012, insbesondere hier ein ganz wichtiges Level für mich 1,1870, das ließ sich dann hier auch noch bis ins Jahr 2003 zurückleiten. Sie sehen hier diese Zonen, ich arbeite gerne mit solchen Zonen, um mich da nicht an einzelnen Marken festzubeißen. Um 1,1870 war ein ganz, ganz entscheidendes Level und hier sind wir im Vormonat auch natürlich im Sinne des Crashs, den wir gesehen haben, sauber nach unten durchgefallen und das ist unter mittelfristigen Gesichtspunkten ein ganz klares Folgeverkaufssignal. Also wir hatten hier oben schon ein Verkaufssignal im Juli, Bruch dieser Trendlinie, dann eine sukzessive gewisse Zwischentiefs gerissen, auch hier die Marke von 1,23, ursprünglich hier an diesem langfristigen Aufwärtstrend aus dem, wenn wir ein Stück weit rauszoomen, aus dem Tief vom 2000 herkommen. Schräge Trendlinien haben in Anführungszeichen auch nur schrägen Charakter, keine Frage. Also eine schräge Trendlinie ist gerade von dem Hintergrund linearer und logarithmischer Charts immer sehr relativ zu sehen. Aber wir haben hier eine Trendlinie gehabt und wir haben hier so eine Art Kursunterstützungspunkt um 1,23 gehabt. Und wir sehen, wie sauber der Preis hier im Dezember durchgerauscht ist. Und genau dasselbe hat er jetzt bei 1,1870 gemacht. Und das heißt, hier ist enormer Abwertungsdruck. Und ich sehe den Euro
bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Parität wirklich erreichen. Das ist das, was der Olli vorhin gesagt hat. Wir müssen mal sehen, ob es nicht irgendwann an der Zeit einer technischen Gegenreaktion ist. Tatsache, mit diesem jüngsten Verkaufssignal ist meine Einschätzung, jede Erholung bis 1.1870 ist im Prinzip ein Verkaufsargument, um zu sagen, hier Shorts aufbauen, um im mittelfristigen Stil innerhalb dieses großen Abwärtstrendkanals weiter anfallenden Notierungen zu partizipieren, die hier den Euro meines Erachtens in dem Bereich 1.085 führen dürften. Ja, das ist ja auch eine zeit- und preisliche Zone, die sich hier aus dem Jahr 2003 ergibt, sicherlich ganz weit zurückgespult, aber das ist der einzige Anhaltspunkt, der sich hier finden lässt, um im Weiteren dann hier bei 1.05, da ziehe ich den großen Pfeil mal ein Stück weit drüber, hier in diesem Jahr oder Ende dieses Jahres, man weiß nicht, was der ausschlaggebende Punkt sein wird, aber hier rechne ich dann durchaus mit einer technischen Gegenreaktion größeren Ausmaßes. Würde mich vielleicht dann auch nicht überraschen, wenn es dann plötzlich heißt, die EZB, vielmehr die FED, die amerikanische Notenbank, hebt den Leitzins nun doch nicht an. Ja, US-amerikanische Wirtschaft strauchelt oder was da auch immer plötzlich als Argument kommt, wenn das plötzlich umgekehrt wird, die Signal Wirkung einer Zinsanhebung oder auch Quantitative Easing, das wurde ja auch abgeführt oder abgelehnt oder was er sagt, beendet. Wenn das wiederkommen sollte, dann wäre das natürlich Grund genug, um auch dem Euro hier ein technisches Gegenpotenzial nach oben zu liefern. Und ich bin auch gern gegen den Mainstream. Alle rufen die Parität auf. Ich sehe sie nicht kommen. Ich kann mir eher vorstellen, dass der Euro gegenüber dem Ausdauer hier Spikes in diese Richtung macht. 1,05 halte ich durchaus für realistisch, aber dann innerhalb dieses großen Bildes des Abwertungsprozesses wäre es dann aufgrund auch der scharfen Korrektur der letzten Monate durchaus an der Zeit, hier einen technischen Gegenlauf nach oben zu machen, der dann auch durchaus noch viel, viel weiter nach oben führen kann. Wir haben auch dazu, und dann will ich das mit dem Euro-US-Dollar auch eigentlich dann schon beenden, gewisse Daten von den Commitment of Traders, das ist ja der Terminmarkt in den USA, und wenn man sich hier die Schere anschaut zwischen den Großspekulanten und hier eben den Hedgern, und das sind hier die Commercials, sind die professionellen Großhedger, die gehen hier massive Long-Positionen an. Wir sind hier auf einem 5-Jahres-Hoch. Der Chart reicht gar nicht so weit zurück. Da müsste ich mal einen anderen kurz zaubern. Moment. Nehmen wir uns mal den mal kurz rein. Da sehen wir hier die letzten 5 Jahre. Und das heißt praktisch, dass hier die großen Hedger, also die sich absichern gegen Währungsrisiken, hier sehen wir es noch besser und noch deutlicher, auf einem Level befinden, das in den letzten Jahren, gerade wenn die Schere zwischen Kleinanlegern und professionellen Hedgern immer größer wurde, und das sehen Sie hier, diese blauen sind die Kleinanleger und das sind die großen Hedger, die Schere hat sich in der Vergangenheit früher oder später immer wieder angenähert, immer wieder geschlossen. Und das ist eine mittelfristige Perspektive, wo ich wirklich sage, der Euro darf ruhig weiter fallen, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo er eben dann durchaus auch 1000 Pips nach oben wieder ansteigen kann. Wer sind denn die großen Hedger? Wer ist das genau? Wer steht da dahinter? Das sind große Banken, das sind Firmen, das ist eine Microsoft, das sind große Firmen, die sich praktisch absichern am Währungsmarkt. Praktisch um gewisse Währungsverläufe in ihren Bilanzen abzusichern. Also da geht es rein um das ursprüngliche Geschäft, so wie ja der Rohstoffterminmarkt im Rohstoffhandel ja auch praktisch entwickelt wurde. Man sichert sich sozusagen gewisse Preise, um sich gegen Preisschwankungen der Zukunft abzusichern. Und die gehen davon aus, dass der Euro jetzt sehr günstig ist und dass es jetzt irgendwo Sinn macht, sich irgendwo jetzt den Kurs zu sichern, bevor er wieder steigt, sozusagen. Das ist halt die Erwartungshaltung, die dahinter ist dann, oder? Es ist halt auch so, dass sie jetzt eben die massiven Positionen aufbauen, die massiven Long-Positionen, weil der Preisverfall immer weiter gefallen ist. Da müsste ich nochmal genauer in die Bücher schauen. Aber letztlich sind es Großbanken also international, global agierende Unternehmen, eine VW, eine SAP, eine Siemens, wir haben auch noch natürlich drüben in Amerika eine General Electric oder General Motors, die haben ja eigene Währungsabteilungen in ihren Firmen sitzen, die dann praktisch Währungsgeschäfte, reine Absicherungsgeschäfte machen. Und wenn das natürlich im größeren Stil stattfindet, dann sind das genau die praktisch dann hier auch zu dieser Scherenausbildung beitragen. Der Punkt einer Umkehr kann man vom Commitment of Traders Report nun wahrlich jetzt nicht direkt ableiten, aber was ich interessant finde, und das war auch so ein Punkt, warum ich die 1.23 hier sehr, sehr interessant fand, hier zumal mit dem Chart, das war hier der Zeitpunkt im Dezember, November 2014, an dieser Trendlinie, an diesem Unterstützungsbereich und vor dem Hintergrund dieser
Ausdehnung, war das ein technischer Punkt, wo man sagen konnte, okay, jetzt sind die Spekulanten so extrem positioniert, dass es mal Zeit wird für eine Gegenbewegung und technisch wird das auch untermauert. Das ist natürlich passé und das unterstreicht auch, dass das hier kein heiliger Gral ist, der Umkehrpunkte im Markt signalisiert, aber es zeigt einfach nur eine Extrempositionierung an, die so sicherlich nicht über Jahre Fortbestand haben wird. Und das ist was, wo ich sage, wenn Euro-US-Dollar weiter zurückkommt, dann werden diese extrem divergierende Ausrichtung der Positionierung weiter ausgebaut und das dürfte früher oder später zu einem Umkehrpunkt vorkommen, der wahrscheinlich durch die US-amerikanische Notenbank Fed eingeleitet werden könnte, wenn sie denn zum Beispiel sagt, wir erhöhen die Zinsen eben nicht oder machen neues Quantitative Easing. Also einfach eine Überraschung, quantitative bzw. liquider Art, die dann wiederum den US-Dollar schwächen könnte, wäre sicherlich Anlass genug zu sagen, hier könnte es zu einer großen Gegenbewegung kommen. Was muss nicht passieren. Man sieht ja 2008, 2010 bei den letzten Korrekturschwüngen innerhalb von diesem Abwärtstrend, das war ja schon, wenn man sich da den ersten Monat 2008 anschaut, von dieser Erholung, das sind dann die 1000 Pips, die du erwähnt hast, innerhalb von einem Monat, 1500. Ganz genau. Das ist dann eben auch eine gewisse Schließung spekulativen Kapitals, wie es so schön heißt. Da werden dann eben praktisch die Bücher bereinigt, dann wird das alles auf Null gesetzt und es geht wieder von vorn los. Aber ich erkenne hier auch aufgrund dessen, dass wir eben hier auf dem 5-Jahres-Hoch sind, dass es eine extreme Positionierung ist. Und ähnlich am Euro-Schweizer Franken, wenn irgendwas in eine extreme Richtung geht, und wir wissen, dass das an den Märkten, dass irgendwo immer wieder der Mittelwert gesucht wird, muss es eine Gegenbewegung geben. Ich sehe die jetzt hier nicht aus dem Stegreif nach oben kommen, also kann passieren. Technisch gesehen, und wenn ich mich hier am Chart orientiere, wäre hier der Bereich 1085-1,05 sicherlich ein sehr, sehr interessantes Level, um so eine Aktion zu starten. Aber das kann, wie gesagt, noch einige Monate dauern, ehe wir da hinkommen. Aber ich finde das technisch gesehen, wie gesagt, eine hervorragende Ausgangsbasis, um hier mal einen Rebound nach oben zu sehen. Ja, wenn man Euro-Dollar handelt, dann sollte man, wenn man sich den Chart anschaut, genau in diesem Monat dabei gewesen sein. Weil es dürfte am einfachsten sein, da jetzt Gewinne wirklich zu machen bei dieser Bewegung, die da ja offenbar ja überfällig ist irgendwo dann, oder? Wenn sie kommt, ganz genau. Da gilt es natürlich, sich in den Chart reinzuzoomen und praktisch auch daran zu partizipieren. Ich selbst handle ja Devisen, aber vorzugsweise Intraday. Aber die Geschichte hier oben, muss ich ehrlich zugeben, das hätte auch wirklich ein Positions-Swing-Trade werden können, wie man so schön sagt. Da muss man natürlich dann knallhart durchhalten, hier diese Wegstrecke nach unten durchzuhalten. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen großen Händler, der hier dieser Bewegung partizipiert hat. Also ich schneide mir untertags gern die Pips raus, halte kaum Position über Nacht, um ehrlich zu sein, seit längerem gar nicht mehr. Insofern ist das eine schöne Preisbeschau, die ich aber selbst so nicht gehandelt habe. Aber Tatsache ist, hier in diesem Bereich sind sicherlich auch viele Positionstrader geneigt, den einen oder anderen Long Trade zu wagen. Doch Obacht, wenn wir die Parität erreichen oder sogar drunter fallen, also hier aus diesem Abwärtstrendkanal rauskippen, was natürlich passieren kann, um Gottes Willen, wir müssen uns an der preislichen Wahrheit orientieren und wenn der Preis was anderes macht, als wir uns vorstellen, dann müssen wir uns da anpassen. Das ist natürlich das, wo man sagt, der Chart lebt, wie ich immer zu sagen pflege, und man muss, das sind konditionelle Analysen, also das konditioniert sich immer weiter und man muss das Ganze fortwährend betreuen. Und wenn es eben zu einer anderen Entwicklung kommt, und beim Euro-US-Dollar wäre zum Beispiel die Aufgabe der Parität, ein klares Verkaufssignal mit Preisen in Richtung der Tiefs hier zur Jahrtausendwende. Das muss man sagen. Also wenn das hier nicht hält und wir hier nach unten rausbrechen und das zu einer beschleunigten Abwertung kommt, gerade die Wiesenmärkte sehen es ja schön an diesem Spin, wie die Märkte hin und her swingen. Wenn an diesen Märkten mal Fahrt aufkommt in Richtung Trendbewegung, dann kann das ganz, ganz schnell gehen. Und dann muss man sagen, wenn das hier nicht hält, dann sehen wir sicherlich noch mehr nach unten. Da wird der Euro zum Rubel quasi dann. Dann wird der Euro zum Rubel. Um das Ganze noch ein bisschen zu untermauern, habe ich auch nochmal einen langfristigen Chart vom US-Dollar-Index mitgebracht, der auch sehr, sehr interessant daherkommt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den nicht hier besser aufrufe. Also US-Dollar-Index, wenn du den aufrufst, ist ja ein Währungskorb, der als Future auch gehandelt wird an der CME. Quasi der US-Dollar gegenüber anderen großen Währungen wie dem Euro natürlich, das ist die stärkste Gewichtung, und dann das britische Pfund, der japanische Yen, kanadische Dollar und Schweizer Franken ist da mit dabei, oder? Und schwedische Krone auch noch. Ah ja, okay. Genau, aber die hat eine untergeordnete Rolle und der Währungskorb selbst ist seit vielen, vielen Jahren nicht mehr aktualisiert. Ist mir auch ein Rätsel, warum das nicht passiert, um ehrlich zu sein. Mein letzter Stand ist 2012 und die Prozentwerte haben sich überhaupt nicht geändert. Mhm. Also aber der US-Dollar-Index ist der Außenwert des US-Dollars genau gegen den Währungskorb. Und den sehen wir jetzt mal hier seit Bretton Woods, also mit dem Beginn hier 73, oder es ging ja schon im Vorfeld los, hier im Quartalsintervall, eine Kerze, ein Quartal.
logarithmischer Preisschart. Interessant hier zu sehen, dass der US-Dollar-Index sich hier unmittelbar an einer ganz langfristigen Abwärtstrendlinie befindet. Das sehen wahrlich die wenigsten Marktteilnehmer. Ja, das ist auch ein Chart, dann ist genau das, wo Sie jetzt auch ein kleines Gimmick mitnehmen, denn das ist der Chart, den ich auf der Frühjahrskonferenz erst vorstellen werde. Aber die wenigsten Marktteilnehmer gehen so weit zurück in die Geschichte. Tatsache ist natürlich, die 80er Jahre sind nicht mit 2015 zu vergleichen. Wir haben ganz andere Wachstumszahlen in der Welt, ganz andere Inflationsraten, Währungsgefüge, Währungen, die es damals noch gar nicht gab, eben wie in den Euro, waren hier noch gar nicht antizipierbar, um Gottes Willen. Aber wenn wir langfristige Zyklen betrachten, und gerade bei der technischen Analyse gibt es eben auch die Zyklen und eben auch die saisonalen Tendenzen und, dann darf man auch ruhig mal einige Jahrzehnte zurückgehen. Und wenn man sich diesen Chart eben anschaut, dann sieht man, dass der US-Dollar hier vor einer Situation steht, die einerseits kurzfristig eine Konsolidierung einleiten könnte, andererseits, wenn er sich hier deutlich rausschraubt über das Level von 95, 96 Punkte, dann haben wir hier technischen Kaufsignal, was den US-Dollar, und das muss man jetzt als mittelfristige Perspektive sehen, über die nächsten Jahre hinweg durchaus in die Region 117, 118 Punkte führen könnte. Also eine enorme US-Dollar-Aufwertung, und was das für den Euro gegenüber dem US-Dollar bedeutet, das ist klar, dann machen wir nämlich aus diesem Fall die Geschichte hier, und dann dürfte sich das Ganze so darstellen, dass wir eben doch die Parität brechen, wenn der Euro, wenn der US-Dollar-Index tatsächlich hier, obala, jetzt bin ich wieder im nächsten Bild, bei den vielen Links unten, da haben wir es, wenn er tatsächlich hier ausbricht, dann ist das mittel- bis langfristig sicherlich ein sehr, sehr starkes Signal am Währungsmarkt. Also der US-Dollar ohnehin ja als Rohstoffwährung etabliert, ohnehin als Weltwährung, würde dann sicherlich hier wieder den ganz klaren Fokus kriegen und ja, der Euro dann entsprechend leiden. Was das natürlich für die deutsche Exportwirtschaft bedeutet, das sagtest du ja auch schon, Jochen, wäre sicherlich ein Eldorado, also hier dann praktisch auch Gewinne aufgrund der Währungseskapaden mehr oder weniger. Das schadet natürlich Europa und Deutschland nicht, wenn der Euro so abwertet. Ne? Nur wenn er eine extreme Abwertung übergeht, dann muss man sich schon fragen, wo hier die Realitäten stehen. Also die nächsten Jahre oder auch Monate speziell schon werden sicherlich sehr, sehr spannend werden und da dürfen wir uns auf einiges freuen. Ich werde, wie gesagt, US-Dollar-Index haben wir jetzt kurz beleuchtet. Da gibt es, wie gesagt, gar nicht mehr zu sagen. Der wird kurzfristig hier seinen Abprall finden und mittelmäßig seitwärts laufen, um einen Ausbruch zu vollziehen. Oder aber er sagt deutlich zurück und das würde dann auch hier dafür sprechen, dass Euro-US-Dollar hier dann doch eben stark nach oben wieder aufwertet. Das muss man sehen. Wir leben hier in einem konditionellen Markt. Ich will mich da gar nicht fixieren. Mir sind immer gewisse Preismarken wichtig. Und die haben wir hier beim Euro-US-Dollar, wie gesagt, schon genannt und beim US-Dollar-Index als solches, der natürlich nicht nur den Euro beinhaltet, sondern eben auch die anderen Währungen, wie eben im britischen Pfund, US-Dollar, den Yen und den Schweizer Franken, muss man das natürlich immer im Kontext sehen. Also wenn er jetzt hier praktisch abwertet oder auch ausbricht, muss das nicht zwangsläufig der Untergang für den Euro sein, aber grundsätzlich kann man doch schon ausgehen, dass dann hier die tendenzielle Trendentwicklung sich fortsetzen dürfte während der letzten Quartale, Schrägstrich Monate. Ich wollte jetzt noch vielleicht zum Euro gegenüber dem japanischen Yen was sagen, um dann auch nochmal den Euro gegenüber der dänischen Krone zu beleuchten. Das hattest du ja vorhin nochmal als Wunsch. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo der Schrott hin ist. Vielleicht ganz kurz zum Euro gegenüber der dänischen Krone. Dann können wir dann gleich überleiten zum US-Dollar-Yen. Da dauert es nämlich ein bisschen länger. Ich habe mal hier den Chart mitgebracht. Der Oliver sagte ja schon mit Anbindung, seit 99, meine ich, ist das ja praktisch fixiert mit der Schwankungsbreite. Hier sehen wir den Euro gegenüber der dänischen Krone seit 2004. Viel weiter will ich gar nicht zurückgehen, denn diese Range, die wir hier sehen, und das ist noch deutlich unter der Schwankungsbreite von 2,5%. Wir haben hier diesen Mittelwert 746,038, was Olli vorhin sagte. Das ist hier praktisch dieser Schwankungswert, um den sich praktisch hier der Preis bewegen darf, 2% nach unten, 2% nach oben. Er hat diese Range bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Sie können ja einfach 746 plus 2% und minus 2%, da sehen Sie, dass wir hier noch erhebliche Spannen nach oben und unten hätten. Das Währungspaar selber hier in einer Range gefangen und für mich mit Verlaub absolut uninteressant. Ich selbst bin ja auch da Rainbow Trader oder suche Trends, suche Trendbewegungen, Momentum, um hier auf gewisse Trendimpulse aufzuspringen. Und wenn man die eben nicht hat am Markt, wenn ich mir diesen Chart anschaue, dann kann man höchstens Range Trading betreiben, also an bestimmten Ober- oder Unterkanten versuchen, auf eine Gegenbewegung aufzuspringen. Aber grundsätzlich ist das hier ein Chart oder auch ein Währungspaar von einem
also ein Chart von einem Währungspaar, was hier trading-technisch, anlagetechnisch absolut uninteressant ist. Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass hier eine Intervention steckt. Das ist natürlich ähnlich wie beim chinesischen Renminbi, wo ich mir einfach sage, das ist keine frei fungible Währung. Ich vermute und hoffe, dass es kommen wird, dass sich China dem Währungsmarkt auch öffnet und der Yuan oder Renminbi, wie er vielmehr heißt, praktisch frei handelbar wird. Aber das sind alles Geschichten, wo ich sage, das ist uninteressant für einen aktiven Trader, für einen aktiven Händler, der am Forex-Markt agiert, aus meiner Sicht. Insofern wäre euro-dänische Krone eigentlich passé, aber hier mal der Chart, der Patient ist im Schlafmodus, wenn Sie mich so fragen. Da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Oder hast du noch was, Jochen oder Oliver? Also von meiner Seite nicht, das war sehr interessant, die Ausführungen. Das ist eine ähnliche, okay, pass auf. Ist eine ähnliche Situation wie beim Euro-Schweizer-Franken, wo du ja auch sagst, dass das ist schwierig handelbar gewesen, weil Absolut. Das ist ein bisschen künstlich, irgendwo Absolut. Ist der Markt dann dadurch. Ganz genau. Also wenn so, das ist, kann man mit dem Aktienmarkt schlecht vergleichen, aber wenn man eben Währungsmarkt handelt, A ist Volatilität wichtig und B natürlich dann eine gewisse Marktunabhängigkeit. Natürlich die Notenbanken mit ihren Events, ich bin auch ungern vor News irgendwo investiert, also wenn jetzt wichtige Zinsentscheidungen anstehen, das liegt aber vor dem Hintergrund daran, dass ich eben intraday viel handle und dann habe ich die Freizügigkeit zu sagen, vor einem Event gehe ich eben nicht in den Markt, um mich da auch kein unnötiges Risiko auszusetzen. Ich handle dann lieber gern, was dann der Markt danach macht, wie man hier zum Beispiel kurzer Beispielchart in so einem Rainbow-Chart sehr schön visualisieren kann. Oder ich habe heute aktuell hier US-Dollar-Yen, den können wir direkt mal reinnehmen. Das ist ein aktueller Trade, der sogar noch läuft, hier nebenbei auf meiner Trading Station. Sie sehen hier, du bist jetzt in der JFD Broker Handelssoftware drin. Ganz genau. Das ist ein Live-Konto, das ist JFD Broker Software. Das ist praktisch ein Template, mit dem ich täglich arbeite. Und das ist immer eine Trendbewegung, egal in welcher Zeitebene Sie hier arbeiten. Das ist der MetaTrader 4, mit dem man hier letztlich traden kann. Oder Funktionalität, verschiedene Templates. Man kann sich sozusagen seinen eigenen Chart-Baukasten zusammenstellen. Das MetaTrader ist selbst in die Jahre gekommen, aber als Trader-Software noch ganz funktionell. Und hier sehen Sie eben das, was man eben entgegen dem Euro gegenüber der dänischen Krone oder entgegen dem Euro gegenüber dem Schweizer Franken sieht. Man sieht hier eine aufwärtsgerichtete Tendenz, die ich mir immer selbst gern durch so eine Rainbow-Struktur untermauern lasse. Und eben heute Morgen gab es hier ein Ausbruchssignal für meine Signalgeneration oder für mein Empfinden. Und ja, er entwickelt sich weiter in Trendrichtung nach oben. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob wir hier in Richtung Take-Profit laufen können. Also man sieht, dass du den Stop-Loss schon in die Gewinnzone nachgezogen hast. Das kann man ja hier an den Linien, vielleicht gehst du kurz darauf ein, dass man das ja auch hier per Point-Click quasi ja verändern kann, die Stops dann hier optisch. Genau, also man kann hier praktisch auch hergehen und hier mit diesem Template-Fenster hier die Orders anpassen, die Stop-Loss-Marken setzen. Ich selbst habe da so einen Algorithmus im Hintergrund laufen. Sie sehen, hier der kleine Punkt ist der letzte Stop-Level und jetzt, wenn die nächsten 15 Minuten umgehen, zieht sich der Stop auf diesen Punkt automatisch nach. Das heißt, ich brauche hier gar nicht mehr viel tun, das macht die Software für mich. Ich manage den Trade sozusagen, nur habe auch vorhin schon mal einen Teilverkauf hier rausgenommen, irgendwo in diesem Bereich, um jetzt praktisch schon Gewinne zu sichern. Jetzt ist der Trade im Plus, wir sehen hier unten den Einstieg bei, ich bin mit 0,4 rein, die Hälfte habe ich schon verkauft, jetzt ist der Stop-Loss schon im Gewinn und der wird jetzt sukzessive nachgezogen, beziehungsweise wenn hier eine Schwäche zu erkennen ist, dann gehe ich da praktisch raus aus dem Markt und sage mir dann eben, okay, das war's dann, Gewinne mitnehmen und nicht groß hinterher schauen, sondern das praktisch handeln, was man sieht. Jetzt sind wir hier gerade aktuellen Trades von mir, die gerade laufen, heute Morgen schlechter Start gewesen, aber aktuell geht es ganz gut voran. Also Sie sehen, das ist der Punkt, warum ich intraday handle. Wir haben hier viele Währungspaare, die ich hier immer wieder covere aus verschiedenen Zeitebenen und aktuell ein sehr, sehr komfortabler Tagesgewinn. Ob der so bleibt, weiß ich nicht, aber letztlich schauen wir mal, wie der Markt sich jetzt nach oben entwickelt. Was ich aber eben mache, und das muss man einfach jetzt nochmal abgrenzen, man muss Trends suchen und wenn man eben wie beim Euro-Schweizer Franken oder beim Euro gegenüber der dänischen Krone keinen Trend hat, dann lohnt es sich da auch nicht irgendwas rein zu interpretieren, sondern wenn Sie einen Trend sehen, finden und handeln, dann ist das natürlich die beste Möglichkeit, da auch an einer gewissen Bewegungsdynamik teilzunehmen. Und da will ich jetzt vielleicht mal übergehen. Kurze Frage kommt noch von den Zuschauern. Bin JFD-Kunde, wie kann ich da den Rainbow in MT4 einbauen? Wie funktioniert das genau, Christian? Also im Prinzip ist es so, der Rainbow selber ist ein eigenes Vehikel. Es ist ein Sammelsurium aus gleitenden Durchschnitten. Wir haben ja bei JFD Brokers verschiedene Webinarreihen.
Ich werde auch bei Goldman Trader demnächst auch wieder eine Webinar-Seminarreihe starten zum Rainbow selber, wo ich praktisch das Handelskonzept des Rainbows erkläre, um dann eben darzulegen, wie man das handeln kann. Und das Template gibt es dann sozusagen als Gimmick hinterher. Wir bei JFD haben das nicht im Angebot, aber es ist in der Pipeline, natürlich auch, um hier den Kunden noch einen Schritt weit entgegenzukommen, auch noch andere Tools und Gimmicks bereitzustellen. Aber der Rainbow selber ist einfach ein Sammelsurium an gleitenden Durchschnitten. Also tun nichts anderes als Moving Average praktisch in den Chart einzubauen. Das finden Sie hier. Da, Moment, also da ist ein Moving Average. Den einzubauen und dann in einer gewissen Periode Einstellung alle 5, alle 6, das ist gar nicht so wichtig. Es geht eigentlich hier nur darum, das Momentum zu erfassen. Und Sie sehen eben hier viele, viele kleine Durchschnitte. Das könnten im Prinzip auch nur 10 oder 20 sein. Aber im Schwerpunkt ist es dann eben so, dass wenn Sie diese hier sehen und alles in eine Richtung bläst, so nenne ich das immer, für mich sind die kleinen Durchschnitte auch praktisch Hintergrund dessen, wie die Zeitebenen bzw. die einzelnen Händlergruppen ausgerichtet sind. Das ist so der Hintergrund zum Rainbow. Und wenn die alle in eine Richtung zeigen, also hier unten haben wir die Rainbow-Farben und das Graue hier oben ist das, wo ich den Preis sehen will, wenn die alle in eine Richtung blasen, dann ist es für mich ein Trend und dann sage ich mir, okay, hier lohnt es sich durchaus mal aufzuspringen, um den Trade zu handeln. Wir können auch mal andere Charts suchen, wo der Trend hier zum Beispiel, es war jetzt eine Short-Position am Laufen, aber hier in der Mitte, da sehen Sie, dass der Rainbow nicht positiv aufgefächert ist. Das ist uninteressant. Hingegen jetzt hier eine schöne abwärtsgerichtete Rainbow-Struktur. Da kann man dann sagen, oha, das sieht gut aus. Hier versuche ich mit dem Trend einfach short zu reiten. Und das Template selber, wie gesagt, wird es in Kürze durchaus geben, wenn wir so ein Seminar machen. Wir haben es jetzt noch nicht in der Pipeline drin, aber neben dem Rainbow-Template werden wir eben auch noch weitere Templates zur Verfügung stellen den Kunden. Also wir haben auch vor, auf der Webseite, Sie kennen ja die MetaTrader 4 Add-ons, das Sentiment, den Korrelationsmatrix und, also die Add-ons, die man sozusagen ergänzend rein oder ergänzend nutzen kann. Ich zeige es Ihnen mal kurz, die haben wir auch hier an der Seite, da die Expert Advisors. Mini-Terminal, wo Sie praktisch Ihre Trades überwachen können, eine Season-Map, wo Sie die unterschiedlichen Zeitzonen etc. sehen können. Das ist eine Geschichte, wo wir dran arbeiten. Und als kleines Gimmick vorab, wir arbeiten auch dran, diesen US-Dollar-Index beziehungsweise vielmehr diesen US-Dollar-Index als solchen und auch den Euro-Index, den Yen-Index und auch den Franken-Index in den MetaTrader zu integrieren als Plattform der Analyse, als Preisverlauf. Also das wird auch noch kommen in diesem Jahr. Freuen sich drauf. Das ist ein schönes Gimmick, mit dem Sie dann am Markt auch agieren können, um hier ja, letztlich den Markt noch besser auswerten zu können. Das wird kommen. Also wir sind daran im Arbeiten, hier Währungsindizes aufzulegen, eigene von JFD praktisch mit realen Realtime-Preisstellungen. Das wird eine ganz tolle Geschichte. Jetzt will ich vielleicht nochmal zum Yen. Jetzt haben wir nämlich eine relativ große Zeitspanne schon hinter uns. Und was gibt es hier zu sagen? Nicht Euro-Yen, sondern US-Dollar-Yen. Das ist keine Überraschung, dass der US-Dollar gegenüber dem Yen aufwertet, weil hier war eine noch konträrere Entwicklung als eben im Euroraum. Sie werden es wissen, hier im Jahr 2012 Ende mit dem Regierungswechsel Shinzo Abe und eben der Neuausrichtung der Notenbankpolitik in Japan hat sich hier ein mittel bis, ich glaube auch zu sagen, ganz, ganz langfristiges Signal ergeben, was hier eine Aufwertung des US-Dollars unumgänglich macht. Der Yen hier in einer enormen Abwertungsspirale, das sehen wir hier in dieser Preisentwicklung US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Und wir sind hier in einem ganz, ganz sauberen Aufwärtstrendkanal. Das nächste Ziel liegt hier im Bereich 123, 124, 13. Und auch das dürfte längst noch nicht das Ende sein. Ich rechne sogar damit, dass wir das Niveau von 135, also hier die Hochpunkte zu Beginn des neuen Jahrtausends, nach meinem Dafürhalten durchaus erreichen können, um dann auch, jetzt habe ich noch ein schönes Bild für Sie mitgebracht, jetzt muss ich mal sehen, da ist er, hier mal als linearen Monatschart den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen seit den 70er Jahren. Schauen Sie das mal an. Wir stehen hier unten gerade im Bereich um 120, knapp drunter, 119 haben Sie ja gerade gesehen. 139, wie gesagt, wäre hier das Hoch zu Beginn des neuen Jahrtausends. Und jetzt schauen Sie mal, wo der Preis aber herkommt. Also, wenn man hier sagt, der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen kann, wir reden jetzt hier nicht über die nächsten Monate, sondern Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, der kann langfristig aufwerten, dann sehe ich hier durchaus auch Niveaus. Und wenn man hier technisch sieht, die Marke 1,60 ganz wichtig, die Marke 1,40 hier durchaus ein wichtiger Bereich. Aber dann sprechen wir natürlich auch über viele, viele tausend Pips, aber das Währungspaar kann hier weiter sauber nach oben gehen, wenn wir hier diese Bodenbildung, die sich jetzt hier tatsächlich zu vollziehen scheint,
weiter nach oben fortsetzen. Und ja, die geldpolitische Ausrichtung spricht genau diese Sprache und es deutet alles darauf hin, dass der US-Dollar weiter insbesondere gegenüber dem japanischen Yen aufwerten wird. Und Ziele 135, 140 hier langfristiger Natur halte ich hier durchaus für realistisch, um nicht zu sagen, wer weiß, ob wir nicht sogar irgendwann hier in Richtung 200 und mehr kommen. Also ganz, ganz interessante Perspektive, wie ich finde. Und soll auch verdeutlichen, dass man den Währungsmarkt natürlich auf vielen Zeitebenen handeln kann. Man muss sich hier nicht fixieren und zwanghaft da die 5 Minuten oder 1 Minuten Chartkerzen handeln. Das geht auch langfristig, doch da immer vor dem Hintergrund nie überhebeln. Kleines Risiko, denn in erster Linie steht eben die Sicherung Ihres Kapitals. Das ist der Treibstoff für die Märkte, der Treibstoff für die Börsen, ob es jetzt Aktienanlagen oder Indexanlagen oder was auch immer ist. Oder Währungsmarkt. Wichtig ist, dass Sie da Ihr Pulver nicht einseitig oder überdimensioniert investieren und hier mit kleiner Size vorgehen. Dann kann auch ein Crash, davor ist man nie gereicht, aber da kann zumindest ein crashartiger Verkauf Sie dann auch nicht so stark zurückwerfen, wie es das denn eben tut, wenn man hier überhebelt in den Markt gehen. Das will ich nochmal an dieser Stelle ganz, ganz hervorheben. Risiko steht vor, Rendite. Und wenn Sie Risiko im Griff haben, dann kommt mittel- bis langfristig die Rendite von ganz alleine. Das wird sich praktisch nicht vermeiden lassen. Und insofern wäre ich eigentlich durch. Ich will jetzt gar nicht weiter ausdehnen. Wir sind hier schon gut über eine Stunde am Schwatzen. Wenn jetzt keine Fragen weiter sind, dann würde ich dann vielleicht direkt darauf verweisen, das hatte ich auch vorhin erwähnt, wir haben ja unseren JFD-Desktop. Den schiebe ich direkt mal rüber. Also hier Guidance. Ich sage mal Web 2.-3.0, interaktive Plattform. Sie werden es kennen als Zuschauer von Gottmord Trader. Wir haben hier interaktive Plattform, interaktive Tools. Man kann mit Charts arbeiten. Man kann hier in Sachen Kommentarfunktionen, wo man hier ein paar mehr Kommentare agieren. Man kann sich hier austauschen, Charts hin und her schieben. Das ist ein sehr, sehr interaktives Tool und JFD Brokers hat dies praktisch auch als Visitenkarte hier mitgenommen, um Kundennähe zu repräsentieren. Sie haben hier auch die Möglichkeit, real-time mit unserem Kundenservice in Kontakt zu treten und direkte Fragen zu stellen zu Ausführungen, zu irgendwas anderes oder wenn Ihnen irgendwas auf der Seele brennt, hier direkt angreifen. Hier oben gibt es Streams von mir, tägliche Analysen, Währungsausblicke und dergleichen. Und das Highlight, das sehen Sie ja hier, ist das JFD TV. Der ein oder andere wird von Ihnen auf das Gottmord TV schon kennen, mit Sicherheit kennen. Da gibt es das tägliche Devisenradar. Hier heute das britische Funk gegenüber dem japanischen Yen von mir auseinandergenommen. Das läuft direkt in ganz Guidance also auf der Gottmord Startseite. Und hier als Gimmick für den JFD Desktop haben wir eben das Live Trading TV. Und da nehmen wir einzelne Märkte, einzelne Underlinks. Das können Sie hier in dieser Videoliste nach unten durchscrollen. Wir beleuchten DAX, wir beleuchten Währungen, wir beleuchten Rohstoffe. Je nachdem, was der Markt hergibt, oder auch hier den S&P 500, ein ganz tolles Video hier direkt am Low sozusagen empfohlen, hier ein mögliches Long-Engagement einzugehen. Das sind natürlich keine Anlageberatungen, sondern einfach nur Hinweise, was die Charttechnik sagt. Und das können Sie hier real-time live dann praktisch jeden Tag dann sozusagen sich zu Gemüte führen. Ich würde dann jetzt in Kürze hier auch oder gleich dann praktisch auch einen neuen Stream-Blog-Post hier einbauen, wo man dann hier kommentieren darf, kommentieren kann, oder aber Sie nehmen einfach hier im Kundenservice dann auch Kontakt auf, wenn noch Fragen sind. Ansonsten wäre ich erstmal fertig. Ich danke mich auf jeden Fall für die Teilnahme, auch für den Infos von Jochen und Olli an dieser Stelle. Thomas auch natürlich ganz klar hervorgebracht, was JFD auszeichnet. Hat mich auf jeden Fall gefreut, war eine sehr, sehr spannende Mittagszeit. Und wenn jetzt nichts weiter anliegt, übergebe ich direkt das Wort an Jochen. Ja, herzlichen Dank für die interessanten Informationen. Herzlichen Dank für die Teilnahme an Christian Kämmerer. Herzlichen Dank auch an Thomas Herrmann für die Erläuterung von quasi der Struktur, wie Safety Brokers aufgebaut ist. Ich denke, gerade jetzt das Signal aus von den G20 hat man doch gesehen, dass an den Währungsmärkten noch einiges sich dann auch noch ereignen wird. Und wir haben es jetzt auch charttechnisch quasi noch gesehen, dass das doch ein Thema sein wird, gerade Euro-Dollar-Gegenbewegung mit 1000 Pips oder mehr, was hier technisch doch möglich sein wird. Herzlichen Dank auch an Oliver Baron. Ja, ebenfalls vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, war sehr interessant. Interessante Stunde. Und ich denke, wir werden weitere interessante Webinare dieser Börsentalk-Reihe halten und veranstalten können. Hier hat jetzt ein Zuhörer schon gefragt, wann gibt's Essen? Das ist leider noch nicht möglich, virtuelles zu machen. Vielleicht wird es in Zukunft ja auch irgendwann möglich sein. Wer weiß. Auf jeden Fall einen schönen Mittag und bis zum nächsten Mal.